Der Zusammenbruch der Blut-Hirn-Schranke dient heute als frühes diagnostisches Kriterium der multiplen Sklerose. Es ist bis heute allerdings nicht bekannt, ob diese Schrankenstörung ursächlich an der Entstehung einzelner MS-Läsionen beteiligt sein kann und erst in der Folge die unkontrollierte Einwanderung von Immunzellen in das ZNS und schließlich die Autoimmunpathogenese bewirken kann. Um dies zu untersuchen, haben wir gemeinsam mit Professor Junot de Pasquier von der Neurologischen Klinik der Universität Lausanne aus pluripotenten Stammzellen von MS-Betroffenen und gesunden Individuen In-vitro-Modelle für die Blut-Hirn-Schranke etabliert. Wir konnten zeigen, dass die Blut-Hirn-Schranken-Modelle von MS-Betroffenen in der Tat Schrankenstörungen aufweisen und Entzündungszeichen zeigen. Diese Beobachtungen belegen also, dass MS-Betroffene eine beeinträchtigte Blut-Hirn-Schranke vorweisen und dass wir diese Eigenschaften mit den stammzellabgeleiteten Modellen in vitro wirklich untersuchen können. Im beantragten Forschungsprojekt möchten wir nun eine detaillierte phänotypische Analyse dieser MS-abgeleiteten Blut-Hirn-Schranken-Modelle im Vergleich zu jenen von gesunden Kontrollen durchführen. Diese Analyse beinhaltet ebenfalls die Untersuchung der autologen T-Zellwanderung über die Blut-Hirn-Schranke und eine Transkriptionsanalyse. Wir erwarten von diesem Forschungsprojekt die Identifizierung von sogenannten MS-Signatur-Genen oder Phänotypen, die es uns erlauben, die Veränderungen der Blut-Hirn-Schranke bei der MS genau zu definieren. Die Identifizierung dieser Veränderungen wird es uns erlauben, neue therapeutische Zielstrukturen zu erfassen und uns die Erschließung von völlig neuen Behandlungsmöglichkeiten für die MS durch die Wiederherstellung der Blut-Hirn-Schranken, Barrieren und Immunfunktion erlauben.